Ende haben wir 7 Punkte geholt. Sehr gut. Darmstadt ist eine sehr gute Mannschaft, deswegen bin ich sehr zufrieden. Das kannst du auch definitiv sein. Mike hat Ocean with you, baby, up
with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der VBL. Heute heißt es Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den 1. FC Heidenheim. Und direkt das erste Spiel hat es richtig in sich. Yegor Birn gegen Serhatinho. Serhatinho seht ihr unten rechts schon, spielt auf der PS4 heute das erste Spiel. Und der Junge ist bestimmt richtig heiß. 7 Siege, bisher die zweitmeisten in der Liga, und für die, die es interessiert, gegen Jalp 17, wie sein Name ist, hat er bisher einmal gespielt und einmal gewonnen. Aber bevor wir übers Spiel sprechen, mal kurze Info für euch, die Kollegen, die bisher heute die Konsole nicht angeschmissen haben und nicht FIFA gezockt haben, es gibt einen neuen Patch. Übersteiger sind jetzt ein bisschen schwieriger geworden, sage ich mal, und auch die Autoblocks sind geschwächt. Mal schauen, ob das irgendeine Auswirkung hat auf das Spiel von Serhatinho heute. Denn sein Gegner ist sicherlich nicht einfach. 4 Siege bisher. Und da es jetzt ja noch nicht losgeht, können wir auch schon mal auf den Rest des Spieltags schauen. Das Xbox-Spiel, Christian Jud gegen Dennis Müller. Und dann natürlich das Doppel. Darauf freue ich mich jetzt schon wieder besonders. Denn unsere Jungs, das wisst ihr, wenn ihr es bisher verfolgt habt, sind die Besten der Liga, 15 Tore unter anderem alleine nur durch Danny, der dann im Doppel heute im ersten Spiel zu seinem Einsatz kommt. Und danach wird es für euch auch richtig interessant, denn dann wartet noch das Spiel Heidenheim gegen Leipzig. Das seht ihr dann sogar auf dem offiziellen VBL-Kanal, also VBL-Official.
mit Studio und Experten. Also wirklich eine feine Sache, die ihr euch dann im zweiten Spiel reinziehen könnt. Aber dazu kommen wir dann später. Da sage ich dann noch ein, zwei Worte zu. Vorab gilt natürlich das Gleiche wie immer. Habt ihr Fragen, haut sie in den Chat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, etwas von euch zu hören. Und das kann ich dann, für die, die zum ersten Mal jetzt mit dabei sind, auch weiterleiten an die Jungs. Denn nach jedem Spiel steht ein Interview an und da stehen die Spieler dann auf jeden Fall Rede und Antwort. Hoffentlich dann mit guter Laune heute nach den Spielen. Ich sag's mal so, wie es ist. So schwer wie heute war es wohl in der bisherigen Saison noch nicht, denn mit Leipzig und Greuther Fürth warten jeweils der Tabellenerste und der Tabellendritte. In der Mitte davon steht unser FCH mit bisher 5 Spieltagen und 36 Punkten. Das lässt sich richtig sehen. Wenn man das hochrechnet, dann würden wir übrigens auf Platz 1 stehen. Aber das, was heute passiert, das ist so eine Art, ja, es ist ein richtungsweisendes Spiel, könnte man sagen. Eine Standpunktbestimmung. Denn wenn du gegen Fürth und Leipzig erfolgreich spielst, dann kannst du dir sicher sein, dass du gegen jeden Gegner in dieser Liga eine Chance hast. Und gerade deswegen bin ich besonders gespannt. Und das erste Spiel, wie gerade eben gesagt, ist ja mit Beteiligung von Cehatinho. Und das erste Spiel ist nicht nur spannend, weil er eben daran teilnimmt, sondern natürlich auch, weil das erste Spiel richtungsweisend ist. Gewinnst du das erste Spiel, kommst du gut in den Spieltag rein. Das steht außer Frage. Und genau auf das hoffen wir jetzt. Schauen wir mal kurz auf die Weekend-League-Ergebnisse von Cehatinho. 60-0 jetzt mittlerweile. Das klingt nicht nur schön, das ist auch richtig gut. Da habe ich gerade eben noch mal kurz mit ihm drüber gesprochen. Das spricht natürlich auch für die gute Form, die er im Moment auf der Konsole auf den Platz bringt. Und jetzt wollen wir mal kurz die Aufstellung anschauen. Ja. 4-2-3-1, classy, kennen wir von ihm. Biancardi vorne drin, der hat mir auch schon letzte Woche richtig gut gefallen. Eicher im Tor, Klassiker. Und dann kann es jetzt gleich schon losgehen. Gespielt werden, für die, die zum ersten Mal dabei sind, 6 Minuten. Und in denen kann einiges passieren. Also 6 Minuten, Halbzeit, ne? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Jetzt sehe ich gerade unten, Cehatinho spricht da nochmal mit seinen Teamkollegen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin richtig gespannt, wie er jetzt gleich in die Partie kommt. Und gleich hat er die Möglichkeit, uns wieder mal davon zu überzeugen, was für ein super FIFA-Spieler er ist. Aber schauen wir mal. Jetzt geht's also los. Greuther Fürth in den weißen Trikots von links nach rechts und der FCH von rechts nach links in Rot. Ich sag mal so, mein Tipp 2-1 für Heidenheim im ersten Spiel. Aber da dürfen natürlich auch mehr Tore fallen. Das steht außer Frage. Jetzt gilt es natürlich für Cehatinho erstmal diesen ersten Angriff zu überstehen. Das macht er jetzt gut, vielleicht auch, weil da der erste Fehlpass kam. Jetzt kann er seinerseits ins Spiel finden, die Ballkontrolle gewinnen, natürlich erstmal ein paar Pässe spielen, um wieder ins Spiel reinzukommen. Klar, die Jungs zocken natürlich vorher auch, um sich warm zu machen. Aber Matchday-Bedingungen, das ist natürlich wie im echten Fußball nochmal was ganz anderes als in einem Testspiel. Und dementsprechend gespannt bin ich jetzt auf den ersten Angriff. Mal schauen, ob er jetzt direkt in den 16er ziehen kann. Ist so. Jetzt kann er vielleicht auch direkt mal den Abschluss suchen über Schnatterer. Fast wäre es das 1-0 gewesen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus zum Anfang. Und er macht direkt weiter mit dem Eckball über Föhrenbach, über die linke Seite. Und dann nochmal zurückgelegt. Und jetzt geht es direkt wieder in den 16er. Richtig guter Beginn von Cehatinho. 2 richtig dicke Chancen schon in den ersten 10 Minuten. Genau so haben wir uns das, glaube ich, alle vorgestellt. Und jetzt kommt Greuther Fürth über die rechte Seite. Ich schaue mal gerade eben kurz in den Chat. Wann spielt Dennis? Dennis spielt im zweiten Spiel auf der Xbox. Das ihr direkt im Anschluss hier ran sieht. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf Spiel Nummer 1 auf der PS4 fokussieren. Denn es geht ja um das Hier und Jetzt und nicht um das, was war oder das, was kommt.
Der Tino jetzt wieder im Angriff. Schöner Steilpass. Und da ist das 1:0. Was für eine Bude. Herrlich. Schön zwischen den beiden Innenverteidigern durchgespielt. Und das ist ganz schwer zu verteidigen. Ganz, ganz schwer. Und Sertinio weiß es, glaube ich, ganz genau. Ich bin gut im Spiel drin. Jetzt mit dem 1:0 läuft es natürlich in meine Richtung. Ich habe da, glaube ich, gerade das erste kleine Lächeln über seine Lippen blitzen sehen. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Dann fühlt er sich auch wohl. Und das ist wichtig für den weiteren Verlauf. Denn klar, jetzt führt er 1:0. Aber Leute, ihr wisst, wie es ist. Das haben wir an den letzten Spieltagen auch schon gesehen. Davon kannst du dir halt nochmal nichts kaufen. Jetzt muss er das Ding vernünftig zu Ende bringen. Natürlich geht es jetzt auch darum, den Spielstil zu halten, vielleicht jetzt direkt mal nachzulegen. Und dann setzt du schon am Anfang dieses Spieltags direkt mal ein Statement gegen den Tabellendritten aus Fürth, der jetzt aber zunächst mal versucht, selber das Heft so ein bisschen in die Hand zu nehmen über die linke Seite. Jetzt sind sie natürlich klar. Schon direkt am Anfang unter Druck, das steht außer Frage. Mal schauen, ob sie sich jetzt ihrerseits zu ihrer ersten Torchance durchkombinieren können. Aber das ist nicht der Fall, denn Seatinho, der ist nicht nur vorne richtig gut, der stellt auch hinten phänomenal zu, so wie jetzt gerade eben schön aus der Kette rausgerückt und dadurch den Ball gewinnen und jetzt die Möglichkeit, selber wieder was in der Offensive zu machen über die linke Seite. Und jetzt soll es sicherlich zeitnah wieder in den 16er gehen. So sieht's aus, wenn das 2:0 fällt. Herrlich. Ja, das ist gut. Da kannst du ruhig mal einen Schluck Wasser nehmen aus deinem Glas. Das hast du dir auf jeden Fall verdient nach diesem Ding. Startet gut. Also die Fans auf der Tribüne in FIFA, die jubeln auf jeden Fall. Ich hoffe, euch zu Hause gefällt's auch genauso wie mir. Tabelle führt Platz 3 übrigens, kleine Information für dich, Kilian. Es ist also keine Laufkundschaft, die wir hier heute sehen. Dementsprechend überzeugt bin ich davon, wie Sertinio hier in den ersten 25 Minuten auftritt. Führt bisher ohne jegliche Möglichkeit, irgendwie auch nur in den 16er zu ziehen oder gar eine Chance zu erspielen. Auch hier wieder Sertinio hellwach, also bei Greuther Fürth, da läuft es bisher noch nicht so richtig. Mal schauen, ob Sertinio da Profit rausschlagen kann und sein Torekonto weiter ausbauen kann. Also ich habe euch ja gerade eben schon mal was kurz über den neuen Patch erzählt. Er hat gerade eben vorm Spiel zu mir gesagt, naja, also so ein Problem ist es für mich jetzt nicht, weil mit Übersteigern arbeite ich grundprinzipiell sowieso nicht so viel. Deswegen für mich ganz entspannte Kiste. Und jetzt kann es wieder gefährlich werden. Der Ball geht wieder in den 16er. Wieder ein Abschluss. Aber dieses Mal ist hier ein hellwach und lässt sich da nicht verladen. Deswegen jetzt der Eckball. Torwart weit draußen. Den hat er dann aber auch. Das ist die alte Regel. Kommst du raus als Keeper, musst du ihn haben. Das gilt auch in FIFA. Das galt auch letzte Woche. Da gab es da so die ein oder andere Problematik. Übrigens, nur kurze Info für euch, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Ihr findet natürlich alle Spieltage, die bisher gespielt wurden, auch auf unserem FCH-YouTube-Kanal. Also heute Abend, wenn ihr nochmal Bock habt, ein paar Spiele aus der bisherigen Saison zu gucken, einfach mal da reinklicken und einschalten. Wie gesagt, alles da für euch am Start. Aber jetzt schauen wir mal auf die nächste Offensivbemühung von Sertinio. Und der kombiniert sich da schön durch. Das sieht sehr, sehr einfach aus, wie er das da macht. Es geht wieder über die Mitte in den 16er, über Schnatterer. Und da sehen wir jetzt mal den Übersteiger. Schöner Elastico in den 16er rein, aber am Ende ohne Erfolg. Und jetzt hat Fürth vielleicht mal die Möglichkeit zu kontern. Das wird natürlich auch jetzt im Verlauf des Spiels interessant zu beobachten sein, wie jetzt da taktisch bei Fürth umgestellt werden wird und wann sie die defensive Grundordnung so ein bisschen nach vorne schieben, was Sertinio natürlich seinerseits auch wieder viel Platz geben wird in der Offensive. Aber jetzt schauen wir mal erstmal auf den aktuellen Angriff. Es geht über Biancardi, der sich da aber nicht durchsetzen kann. Offensivfoul, aber Vorteil gegeben. Deswegen wieder Greuther Fürth an der Kugel. Und jetzt ist die erste Halbzeit fast zu Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da gleich mit seinen Teamkollegen bespricht. Denn viel besser kannst du das eigentlich nicht machen. Und jetzt gibt es einen Freistoß. Gerade eben kurz den Vorteil abgewartet vom Programm.
Mal gucken, vielleicht nach einem Standard für Greuther Fürth mal die Möglichkeit, was zu machen, denn aus dem Spiel, da kommt bisher relativ wenig. Jetzt kann es mal in den 16er gehen, aber auch da passt Ceatinho gut auf. Da wurde es mal ein bisschen heißer als eigentlich noch gedacht. Und jetzt sind wir in der ersten Halbzeitpause des heutigen Spieltags. Ja, die Statistik spricht Bände, glaube ich. 5 Schüsse auf Seiten von Ceatinho und 0 auf Seiten von Greuther Fürth. Und das spiegelt schon das wieder, was wir hier bisher im Spiel gesehen haben. Viel Grund umzustellen gibt es für Ceatinho, glaube ich, eher nicht. Und jetzt nochmal hier, seht ihr links unten am Bildrand den Tipp. Ich glaube, Danny war es, der ihm dann auch mal das Handy hinhält und sagt, vielleicht kannst du es wirklich so mal besser machen. Aber erstmal keine Umstellung. Warum auch? Ceatinho 2-0 nach 45 Minuten. Super dominant. Wir haben es gerade eben gesehen. 5 Schüsse auf seiner Seite und eben 0 auf Seiten von Greuther Fürth. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann steht dem ersten Sieg hier eigentlich gar nichts im Wege. Und dann freue ich mich natürlich gerade besonders auf das Interview. Denn mit einem glücklichen, siegreichen Spieler macht das dann natürlich auch mehr Spaß. Das gibt euch natürlich auch nochmal die Möglichkeit, falls ihr eine Frage an Ceatinho nach dem Spiel habt, haut es jetzt echt in den Chat rein, macht es einfach mal. Seid euch nicht zu schade dafür, denn dann hat man schon mal die Möglichkeit, direkt nach so einem Spiel einen Spieler zu fragen, wieso er wie taktisch ausgerichtet hat. Aber jetzt erstmal wieder zum Spielgeschehen, die ersten 5 Minuten schon wieder rum und wir sehen das gewohnte Bild. Ballbesitz für den ersten FC Heidenheim, Ballbesitz für Ceatinho, der jetzt wieder in den 16er zieht über Marc Schnatterer und den Eckball rausholt. Wir schauen, kurze Variante, dieses Mal anders als gerade eben, als der Ball direkt in den 16er gekommen ist. Das hatte aber keinen Erfolg. Vielleicht jetzt so über Schöppner, der schließt ab und wieder eine gute Parade. Jetzt gilt es natürlich auch, die Chancen zu nutzen und dann irgendwann den Deckel drauf zu machen für Ceatinho. Vielleicht jetzt wieder im 16er über Biancardi. Biancardi, Foulspiel, Elfmeter. Und das ist jetzt die ganz große Chance für Ceatinho, das Ding jetzt frühzeitig zuzumachen. Schauen, verlädt er den Keeper eiskalt in die Mitte. Ja, so kann man es natürlich machen. Wenn du ein gewisses Selbstvertrauen hast bei einem gewissen Spielstand, dann machst du so ein Ding halt natürlich auch einfach mal in die Mitte rein. Das ist dann gar kein Problem. Deswegen steht es jetzt 3-0 und deswegen können wir den letzten knapp 30 Minuten in diesem Spiel dann doch eher entspannter gegenüberstehen. Es sei denn, jetzt passiert noch was ganz Verrücktes. Also ich will es nicht herbeibeschwören, wenn sowas passiert, sowieso nicht. Jetzt nochmal die Riesenmöglichkeit für Ceatinho zum 4-0 und jetzt wird es deutlich. Jetzt entscheide ich mich auch klar, okay, das Ding ist durch. Gerade eben beim 3-0 habe ich noch gedacht, wer weiß, bei FIFA kann ja alles passieren. Das kennt ihr ja selber auch, aber so. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Das ist jetzt bei Greuther Fürth einfach so richtig unnötiger Ballverlust, gerade eben im Aufbauspiel. Und Ceatinho lässt sich das dann natürlich nicht nehmen und nagelt das Ding dann halt auch eiskalt in Knick. Ja, ruhig geblieben, eiskalt gemacht. Besser geht's dann halt nicht. 60 Minuten jetzt gespielt. Greuther Fürth immer noch ohne einen Torschuss. Das ist pure Dominanz, die wir sehen von Ceatinho. Mal gucken, ob er da jetzt noch ein, zwei Dinger drauflegt oder ob er sich jetzt schon vielleicht sogar aufs nächste Spiel fokussiert. So wie ich ihn kennengelernt habe, würde ich sagen, der Junge hat noch Bock nachzulegen. Aber jetzt muss er erstmal in der Defensive aufpassen. Erster Abschluss von Greuther Fürth in dieser Partie. Und jetzt wird gewechselt, Leipertz geht raus, Tobi Mohr kommt rein, der wird dann jetzt wahrscheinlich gleich auf die linke Seite gestellt, genau, Thiel auch. Das sind die klassischen Wechsel, die wir auch schon aus den letzten Spielen kennen. Kühlwetter jetzt mal vorne drin, das ist ein bisschen anders als in den vergangenen Spielen. Vielleicht hat Ceatinho ja auch das Spiel gegen den HSV am Wochenende geguckt, in dem Kühli natürlich alles abgerissen hat mit seinem Hattrick. Vielleicht kriegt er deswegen jetzt mal die Möglichkeit, hier auch auf dem virtuellen Rasen mal eine Hütte zu machen. Mal schauen, wie Ceatinho mit ihm umgehen kann. Es geht wieder über die rechte Seite, aber dieses Mal kann er sich da nicht durchsetzen. Hat er versucht, über Thiel zu spielen. Ja, klar, der ist noch frisch, aber Pace war dann wohl doch nicht genug da, um da vorbeizuziehen.
insofern jetzt wieder Greuther führt. Also bisher ein Torschuss, den haben wir gerade eben gesehen. Das ist nicht viel. Vielleicht jetzt mal wieder richtig gefährlich. Nee. Also so wird das nichts. Da wird gleich bei Greuther führt sicherlich einiges zu besprechen sein. Denn gleich wartet ja schon das zweite Spiel. Christian Jud gegen Dennis Müller dann auf der Xbox. Jetzt schauen wir mal, ob Fürth hier noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben kann. Aber sieht jetzt vorerst nicht so aus. Sind jetzt zwar ein bisschen mehr im Ballbesitz, aber so richtig gefährlich vors Tor von Vitus Eicher kommen sie dann nicht. Vielleicht jetzt mal in den 16er reingezogen. Schön gedreht, aber Celtino lässt sich da gar nicht verladen. Er scheint ganz genau gewusst zu haben, was sein Gegenspieler da plant. Und Fürth presst jetzt natürlich sehr hoch und früh. Das gibt Celtino jetzt natürlich wie in dieser Situation die Möglichkeit zu kontern über Biancardi. Der kann jetzt in den 16er ziehen, ist aber ein bisschen dezentral unterwegs, muss deswegen nochmal warten. Der Ball jetzt zurückgespielt zu Schöppner. Und jetzt geht es wieder in die normale Offensivbemühung von Celtino, der da natürlich jetzt ganz befreit aufspielen kann. Der hat da jetzt natürlich ein bisschen mehr Spaß am Spiel als sein Gegenspieler. Das steht, glaube ich, außer Frage. 15 Minuten jetzt noch auf dem Tacho. Und ich glaube, wenn ich hier so in den Chat gucke, ihr seid eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie hier bisher aufgespielt wird. Also wir wollen mal nicht vergessen, auch Greuther führt bisher Tabellendritter. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du gegen irgendeine No-Name-Truppe spielen. Nee, nee, die haben auch ein breites Skillset, so würde ich es jetzt mal nennen. Aber irgendwie konnten sie es halt bisher noch nicht auf den Platz bringen heute. Celtino lässt es jetzt vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen. Muss jetzt natürlich auch nicht mehr absolute offensive Bemühungen auf den Platz bringen. Jetzt geht es vielleicht darum, zu Null zu spielen. Das klappt leider nicht heute. 1:4 jetzt in der 81. Minute. Aber Leute, das ist gar keine Problematik. Die ersten drei Punkte, um die geht es nämlich, und die sind im Sack. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Vielleicht gleich nochmal die Möglichkeit für Celtino, einen schönen Konter zu fahren und hier nochmal einen draufzusetzen. Wäre natürlich schöner Abschluss jetzt auch für ihn. Aber so oder so ist das jetzt für ihn der 8. Sieg im 9. Spiel. Und das liest sich schon ganz gut. Und vielleicht wird aus dem 4:1 jetzt ja doch noch das 5:1 Elastico-Abschluss. Wahnsinnsbude. Stark gemacht. Und da ist er. Unsere Nummer 24, Christian Kühlwetter. Der kann es also nicht nur gegen den HSV, sondern auch auf der Konsole gegen Greuther führt. Starke Geschichte. Und was für ein schöner Elastico da in engem Raum direkt im 16er. Das macht er schon richtig krass. Also, boah, da kann ich nur den Hut ziehen. 5:1 jetzt. Ja, ich würde mal sagen, so haben wir uns das vorgestellt hier. So startest du gerne in den Spieltag. Und das ist halt genau das, was ich euch gerade eben vorm Spiel gesagt habe. Jetzt startest du mit 3 Punkten auf deiner Seite. Jetzt kommt gleich das Xbox-Spiel. Und da bist du dann halt vielleicht auch ein bisschen lockerer einfach schon mal, wenn du weißt, okay, das erste Spiel ist schon mal gewonnen. Und jetzt kann Celtino vielleicht sogar noch mal einen drauflegen. Dribbelt, aber das mit mäßigem Erfolg. Jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Vielleicht noch mal die letzte Chance für Fürth, hier in den 16er vors Tor von Vitus Eicher zu kommen. Aber so wird es nichts. Rigoros auch einfach gemacht von Celtino. Packt da die Grätsche aus. Jetzt gibt es da nochmal einen letzten Wechsel. Ramuzovic kommt rein. Stark. Und dann dürfte es das nach diesem Freistoß gewesen sein. Und dann geht es gleich ins Interview. Ich gehe gleich rüber zu den Jungs. Und dann bin ich mal gespannt, was Celtino dazu zu sagen hat. Also schon richtig starke Geschichte hier im ersten Spiel, das jetzt mittlerweile abgepfiffen ist. Ja Leute, 5:1 hätte ich mir eigentlich auch nicht besser vorstellen können. Richtig starke Geschichte von Celtino, und ich bin gespannt, was er jetzt gleich im Interview sagt. Bis gleich, Leute.
Fertino, Wahnsinn, 5-1. Geile Partie. Greuther Fürth gar keine Chance gelassen und das direkt im ersten Spiel. Wie wichtig ist das auch fürs Selbstvertrauen? Also es ist sehr, sehr wichtig. Vor allem ich habe in den letzten Tagen nicht so ein gutes Selbstbewusstsein gehabt in FIFA. Ich habe nicht meine beste Leistung bringen können. Und ich bin glücklich, dass ich heute jetzt mein Bestes geben konnte und hier die 3 Punkte mal mitnehmen konnte jetzt. Ja, da muss ich jetzt mal kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, du konntest nicht dein bestes FIFA spielen. Da sprichst du aber nicht über die Weekend League, oder? Der Weekend League läuft. Ich frage mich auch, warum es dort läuft und bei den Turnieren im Food-Modus nicht. Aber ich war halt auch nicht zufrieden mit meinem Spielstil. Auch als ich da die 30-0-Bombe da rausgehauen habe, war ich nicht zufrieden mit meinem Spielstil. Ich lag immer hinten, musste immer aufholen. Und heute habe ich ein ruhiges Spiel gemacht, genau das, was mich auszeichnet, und konnte das Spiel auch souverän gewinnen. Der Spielstil, erklär doch bitte mal kurz unseren Zuschauern. Klar, du hast jetzt gesagt, du hast es ruhig angehen lassen, aber was hast du da genau geändert? Warum lief es jetzt heute? Hast du da irgendwas Besonderes geändert oder ist das einfach Tagesform? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin eigentlich bekannt als so ein Ballbesitzspieler. Ich halte den Ball echt sehr, sehr gerne, bis der Gegner irgendwann ungeduldig wird und die Lücken aufmacht. Und das habe ich heute geschafft. Ich habe den Ball viel in der gegnerischen Reihe gehalten, vorm Strafraum ein bisschen handballmäßig gespielt, bis dann irgendwann die Lücken kamen, habe dann die Lücke bzw. die Chance genutzt und den Ball versenkt. Und im Gegensatz zu den letzten Tagen habe ich das nicht gemacht. Da habe ich mich dem Gegner mal angepasst, versucht immer zu kontern, was ich aber nicht kann, weil es einfach nicht mein Spielstil ist. Okay, dann noch eine letzte schnelle Frage. Wir haben schon vorm Spiel darüber gesprochen, der neue Patch ist am Start. Hast du irgendwas davon gemerkt? Negativ, positiv? Ist für dich alles gleich geblieben? Wie siehst du es? Also anscheinend sollen ja die Übersteiger schlechter gemacht worden sein. Ich habe da jetzt nicht viel gemerkt davon, auch von den Blocks nicht. Da gab es immer noch ein paar Autoblocks von der CPU. Was ich aber sagen kann, dass das Spiel sehr langsam geworden ist. Vielleicht ist es auch einfach nur vielleicht auch an den Servern. Aber ja, ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Gut, okay, dann sage ich Dankeschön und dich sehen wir dann ja gleich im Doppel wieder. Genau. Bis dahin.
So, Leute, wieder zurück hier am Kommentatorenplatz. Und ja, das war doch mal ein starker Start ins erste Spiel, würde ich sagen. Also, das hat mich jetzt überzeugt. Sertino hat es auch überzeugt. Er hat es gerade eben gesagt. Hat sich irgendwie die Woche über nicht ganz so wohl gefühlt, aber da sehen wir halt auch mal, okay, das ist vielleicht gar nicht so relevant, weil wenn es halt dann drum geht, ist er einfach da und das ist dann irgendwie auch eine gewisse Qualität von dem Spieler. Das ist irgendwie auch genau das Gleiche wie beim echten Fußball, weißt du, klar hast du mal eine Woche, da läuft es halt nicht so, da läuft es vielleicht im Training nicht so, aber wenn du dann wirklich am Start bist, wenn es drum geht, dann performen solche Leute halt und genauso halt Serhatinho hier im ersten Spiel und nachlegen will jetzt auf der Xbox Dennis natürlich. Ist da schon in seiner Aufstellung drin. Gegen ihn spielt Christian Jud seinerseits. Ah, kein schlechter Spieler. 6 Spiele bisher, die 6 Siege, pardon. Die viertmeisten in der Liga. Und da wartet jetzt auf jeden Fall eine spannende Partie auf uns, denn auch Dennis zwar erst 3 Spiele gemacht, aber halt auch eben alle 3 Spiele gewonnen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was er jetzt auf den Platz bringen kann und ob er vielleicht ja sogar die Vorentscheidung für diesen Spieltag schon herbeizaubern könnte. Das wäre phänomenal, wenn du hier mit einem 6-0 ins letzte Spiel gehst, in das Doppel, wo, wie gesagt, ich bin da sowieso richtig gehypt auf das Doppel schon wieder. Also nach dem, was die Jungs da an den letzten Spieltagen gespielt haben, kannst du da eigentlich nur heiß drauf sein. Und jetzt kann es losgehen. Spiel Nummer 2, Xbox. Ja, jetzt wird da nochmal kurz auf Pause gedrückt. Dennis, vielleicht da nochmal kurz im Gespräch mit seinen Kollegen. Vielleicht hat er da irgendwas schon gesehen, was ihn gestört hat. Oder irgendwas hat da in der Aufstellung nicht gepasst. Ganz interessant übrigens, dass er jetzt sich auch für das 4-2-3-1 entscheidet, denn am letzten Spieltag hat er 4-4-2 gespielt, classy, ein bisschen offensiver. Vielleicht liegt es auch am Gegner, dass er jetzt ein bisschen sicherer spielen will. Das bringt natürlich diese Formation mit sich. Jetzt also Spiel Nummer 2, die nächste Chance für den FCH, 3 Punkte einzusacken. Und classy, erster Angriff. Mal schauen, wie lange das Ding geht. Das ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen Vorzeichen dafür, wie beide Spieler ins Spiel reinkommen und vor allem, wie dann auch der weite Verlauf ist. Also es fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen so an. Dennis versucht jetzt mal direkt hier das Heft in die Hand zu nehmen. Direkt Ballbesitz gewonnen, stark gemacht. Und der kommt leider nicht so gut. Das passiert auch dem Besten, klar. Und jetzt wieder führt auf dem Pedal. Aber es kann sich schnell ändern, so wie jetzt über Biancardi. Kommt jetzt der Doppelpass. Nee, da entscheidet er sich direkt in den 16er zu ziehen mit Schnatterer. Immer noch Schnatterer sucht den Abschluss, aber da ist Christian auf jeden Fall direkt richtig fit auch hinten in der Defensive und jetzt kann er sogar vielleicht mal den Konter fahren, ein bisschen Platz nutzen. Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, als würde dieses Spiel so ein bisschen offener sein als noch das erste, denn hier kommt Fürth schon direkt zum ersten Abschluss. Es hat, glaube ich, im ersten Spiel 70 Minuten gedauert, wenn ich mich nicht irre, und jetzt halt eben 10. Also ich sehe hier schon eine ausgeglichene Partie, die auf uns zukommt, dementsprechend aber natürlich für euch auch spannender. Das ist, ja, kann man sehen, wie man will. Also der eine mag vielleicht eher ein 5-1, einen klaren Sieg. Der andere liebt halt vielleicht die Enge, die spannende Kiste. Und ich glaube, so ein Ding sehen wir jetzt hier heute. Aber vielleicht kann Dennis da vorlegen über Thiel. Der sucht da direkt den Abschluss. Und findet auch das Ziel. Aber am Ende gibt es dann trotzdem nur Eckball in Anführungsstrichen. Mal gucken, was er jetzt daraus machen kann. Soll natürlich wieder in den 16er gehen, über Schnatterer, der versucht da direkt wieder mal abzuschließen. Vielleicht ein bisschen verfrüht der Abschluss, aber trotzdem weiterhin glücklicherweise Ballbesitz für den FCH. Und dann dribbelt er da ins Aus, vielleicht kleine Unkonzentriertheit auch, schade. Und das war gerade eben so ein bisschen auch das Paradebeispiel dafür, was die Jungs mir immer nach den Spielen sagen. Natürlich sage ich dann auch, Jungs, habt ihr mal einen Tipp für mich daheim, wenn ich gegen meine Kollegen spiele?
Und das Erste, was immer kommt, sucht die hundertprozentigen Chancen. Und das machen sie eigentlich auch. Dennis gerade eben hat es nicht gemacht, hat da einen Risikoschuss gewagt, der wurde dann auch geblockt, aber das ist es halt. Deswegen wird halt der Pass im 16er noch so oft gespielt. Jetzt nochmal rübergelegt mit Biancardi, 1-0. FCH. Und das war eben so eine hundertprozentige Chance, die du dann easy machen kannst. R1, Seitenschuss, tschüss. Da hat der Torwart gar nichts zu halten. Und auch Spiel 2 sieht zunächst sehr, sehr gut für den FCH aus. Und ich muss gestehen, klar rechnest du als Fan immer mit einem Sieg und hast Bock auf einen Sieg. Aber dass wir hier eventuell mit einem 6-0 ins Doppel gehen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber das Spiel ist natürlich auch noch nicht vorbei. Also ruhig bleiben, erstmal abwarten, was jetzt von Fürth, was von Newt noch kommt. Denn der hat auch so einiges auf dem Kasten. Und das will er jetzt sicherlich auch auf den virtuellen Rasen bringen. Mal schauen, ob er jetzt vielleicht seinerseits die erste richtige Chance erspielen kann. Gerade eben gab es ja die eine Möglichkeit im 16er, die dann aber von Dennis gut geblockt wurde. Und Fürth tut sich schwer. Vor allem in der Offensive. Das zieht sich so ein bisschen auch ins zweite Spiel rein. Ballbesitztechnisch sind wir da aber, denke ich, ausgeglichener als in Spiel 1. Mal gucken, ob er aus dem Ballbesitz auch offensive Gefahr ausstrahlen kann. Es sieht alles gefährlicher aus als in Spiel 1 und es ist gefährlicher. Es ist das 1:1 in der 30. Spielminute. Nachdem Fürth da jetzt etwas länger den Ballbesitz hatte und auch die Lücke gesucht hat, kann ich schon sagen, das war gut gemacht. Ist natürlich bitter, dass er sich dann da so umdrehen kann und dann auf einmal blank vor Eicher steht. Aber das gehört halt auch zum Spiel dazu, sich von so einem Ding einfach nicht verunsichern lassen. Einfach weiterspielen und dann das 2:1 machen. Genug Zeit ist ja noch auf der Uhr und so wie es ist, nach einem Tor ist wieder Ballbesitz. Den hat Dennis jetzt. Und aus dem versucht er jetzt die nächste Chance zu kreieren. Über Schnatterer jetzt. Der kann in den 16er ziehen. Hat ein bisschen Platz. Kann sich da auch zunächst schön durchsetzen. Nochmal schön zurückgelegt auf Thiel. Übersteiger klappt nicht. Und deswegen zunächst geklärt. Aber Dennis unterbindet da auf jeden Fall mal die Offensivbemühungen von Fürth. Und deswegen müssen die sich da erstmal hinten raus kombinieren. Und genau so musst du es natürlich machen. Den Gegner früh stören, früh den Ballbesitz zurückgewinnen und dann deinerseits Chancen kreieren. So wie jetzt vielleicht in den 16er Reihen über Pick, immer noch Pick. Aber da war es vielleicht eine Körpertäuschung zu viel. Und deswegen ist es halt dann nichts geworden mit dem 2:1. Sonst wäre da auch blank durch gewesen. So halt jetzt wieder die Chance für Fürth. Und wenn es Pech ist, ist das ein Elfmeter. Und so ist es dann auch gekommen. Mal schauen, ob er da ein bisschen mehr Glück hat als gerade eben. Nee, das Ding ist drin. Spiel gedreht, 2:1 für Fürth. Und jetzt muss Dennis natürlich wieder ins Match zurückfinden. Mal gucken, wie er es jetzt anstellt. Es ist dann doch eine ausgeglichene Partie. Und auch deswegen ist dieses 2:1 vielleicht nicht ganz unverdient. Chancen auf beiden Seiten. Fürth nutzt sie bisher einfach besser. Und das ist auch, klar, einer der Unterschiede zu Spiel 1. Da gab es zwar kaum Chancen, aber wenn es welche gab, wurden sie halt auch eben nicht genutzt. Fürth hat 2 Chancen und macht 2 Tore. Dennis zwar oft gefährlich vorm Tor, aber halt nicht zielstrebig genug. Als würde da die letzte Aktion so ein bisschen bisher im Spiel noch fehlen. Ich hoffe, er kann jetzt das Ruder nochmal rumreißen. Aber Jude macht da jetzt natürlich auch Druck. Ist natürlich wichtig, jetzt mal den Ball zurückzugewinnen, wieder ein bisschen Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Aber jetzt ist erstmal Halbzeit.
und wir sehen eine ausgeglichene Statistik. In der kurzen Zeit habe ich da mal gerade eben 3 Torschüsse auf beiden Seiten gesehen. Das spricht halt für das enge Spiel, was wir bisher gesehen haben. Mal schauen, was jetzt da in seiner Aufstellung passiert. Verlässt er jetzt mal kurz seinen Platz. Trinkt einen Schluck. Ja klar, erstmal runterkommen. Und jetzt wird umgestellt auf 4-4-2. Das lag ihm in der letzten Woche ein bisschen besser. Klar, jetzt muss er auch ein bisschen mehr Risiko gehen. Deswegen geht er jetzt auch auf Offensiv. Klar, bei einem Stand von 1-2, da gehört es halt einfach dazu, dann auch eben die Möglichkeit in Kauf zu nehmen, vielleicht ausgekontert zu werden. Und gerade deswegen ist es halt auch wichtig, jetzt vielleicht schnell das 2-2 zu machen. Und die Möglichkeit gibt es jetzt mal direkt. Denn Dennis ist in der Offensive, aber abseits. Und jetzt sehen wir hier direkt, klar, mehr Platz für Fürth. Das ist normalerweise für uns immer von Vorteil, denn eigentlich sind wir die bisher, die relativ häufig in Führung waren. Jetzt ist es aber anders. Aber jetzt wieder mal die Möglichkeit, in den 16er zu ziehen. Dennis schließt ab, aber verpasst das Tor. Ganz knapp. Vielleicht hätte er da nochmal in die Mitte rüberlegen können zu Biancardi. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dazu war oder nicht. Aber das sind die Ansätze, die du natürlich sehen willst, die ihn dann wahrscheinlich auch selber pushen. Zu sehen, okay, klar, ich liege zwar 2-1 hinten, aber hier ist noch alles drin. Ich kann mir Chancen erspielen und irgendwann, das ist dann natürlich auch eine Frage der Zeit, machst du dann halt auch die Buden. Jetzt gilt es dann aber halt auch in der Defensive sicher zu stehen. Durchs 4-4-2 wird es nicht unbedingt einfacher, weil er halt offener ist als vorher. Aber das Risiko, das haben wir ja gerade eben schon mal besprochen, muss er eingehen. Ganz schönes Ding da mit dem Lupfer in den 16er. Das war richtig gut gemacht. Das muss man schon mal zugeben. 3-1. Und jetzt wird es natürlich nicht einfacher für Dennis, der bisher ungeschlagen ist. Aber jetzt auch nicht dafür bekannt ist, so richtig viele Tore zu machen. 8 bisher an der Zahl. Da müssen jetzt noch mal ein paar draufkommen in den letzten 35 Minuten, wenn er hier noch was mitnehmen will. Schade eigentlich, nach der 1-0-Führung für ihn sah es richtig gut aus. Und dann gab es gerade eben auch noch mal diese richtig gute Möglichkeit für ihn. Aber vielleicht jetzt, der Anschlusstreffer wäre schon mal was. In den 16er überschnatterer Abschluss, aber auch der klappt nicht. Das Matchglück ist heute irgendwie nicht so richtig auf seiner Seite. Dennis da mit der nächsten richtig guten Möglichkeit. Vielleicht jetzt über Biancardi, aber der Ball kommt nicht gut an. Jetzt muss so langsam was passieren. Und ich sag's mal so, machst du hier das 2-3, so wie Dennis hier in den letzten Minuten auftritt, sitzt da auf jeden Fall noch was drin. Denn die Chancen, wie gesagt, die hat er. Jetzt muss es halt nur klingeln. Vielleicht jetzt mit der nächsten Möglichkeit überschnatterer und wieder ist er nicht drin. Und da zieht er die Schultern hoch und sagt, Männer, was soll ich denn machen? Das sind gute Abschlüsse, die jetzt halt heute einfach nicht drin sind. Und hast du das Glück nicht, dann holst du halt eben auch vielleicht in so einem engen Spiel, wie es dieses ist, nicht die Punkte. Und jetzt wieder viel Platz für Fürth im 16er des FCH. Jetzt können sie den Deckel drauf machen, aber Dennis passt gut auf. Und weil Fürth relativ weit aufgerückt ist, gibt es jetzt die Möglichkeit zu kontern. Nee, abseits. Schade. Ich glaube, dieses Spiel fällt so in die Kategorie, das musst du eigentlich gar nicht verlieren. Ärgerlich. Aber noch ist das Spiel ja noch nicht abgepfiffen und noch gibt es ja die Möglichkeit, hier was zu ändern. Wir sehen jetzt natürlich, das wird jetzt alles offensiver und damit natürlich auch risikobehafteter in der Defensive. Mal gucken, was da jetzt noch geht. In 25 Minuten, das haben wir auch am letzten Spieltag gesehen, kannst du auch gut und gerne 3 Hütten machen. Also abhaken sollte man das Spiel hier auf keinen Fall. Aber dann gilt es jetzt langsam mal den Anschlusstreffer zu machen. Könnt ihr vielleicht auch mal eure Meinung in den Chat schreiben.
Was haltet ihr vom Spiel? Also wie gesagt, meiner Meinung nach musst du das Ding nicht verlieren. Irgendwie auch ein bisschen Pech dabei in der zweiten Partie hier heute auf der Xbox. Eigentlich ein ganz ansehnliches Spiel von Dennis. Klar ist das jetzt nicht dominant, aber für mich ist es ein absolut ausgeglichenes Spiel. Wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt muss Dennis erstmal hinten im 16er wieder aufpassen. Macht er. Und jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen. Schöner Ball in den Lauf. Jetzt muss natürlich die Mannschaft nachrücken. Schöner Zidane über Thiel, der sich da jetzt versucht, durch den 16er zu kombinieren. Aber auch da kommt der Ball dann nicht so ganz an, wie er sich das vorstellt. Und so langsam läuft ihm die Zeit davon. Und dann steht es hier 3:3 nach zwei Spielen. Klar, dann kommt die Spezialität des FCH, dann kommt das Doppel. Aber sicher sein kann man sich da natürlich auch nicht. Und vor allem, wenn du gegen eine Mannschaft wie Red Bull Leipzig dann nachher auch noch spielen musst, willst du natürlich im ersten Spiel heute so viele Punkte mitnehmen, wie es überhaupt geht. Und Dennis, ja, der sieht so ein bisschen niedergeschlagen aus, weil er sich wahrscheinlich selber auch denkt, was ist denn heute los? Die Dinger machst du wahrscheinlich sonst aus dem Schlaf. Heute kommen sie halt irgendwie nicht. Jetzt wird er hinten nochmal umgestellt. Gucken, ob er nochmal was in der Offensive macht. Leipertz ist frisch, kommt vorne rein. Klar, jetzt brauchst du natürlich auch Schnelligkeit. Das steht außer Frage. Und jetzt muss es dann gleich weitergehen, denn die Uhr läuft ab. Das ist jetzt der Fall und damit jetzt also Einwurf für den FCH und die nächste Möglichkeit, hier vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen. Aber wenn, dann muss es halt in diesem Angriff oder spätestens im nächsten auf jeden Fall klingeln, denn sonst ist es eigentlich schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt gibt es nochmal einen Einwurf, ähnliche Position wie vor 2-3 Minuten. Jetzt muss er den Angriff halt ein bisschen besser zu Ende fahren als vorher. Denn sonst wird es halt eng. So, und jetzt muss halt irgendwas passieren. Der Ball wieder im 16er. Der Abschluss aber geblockt. Dann sind es noch 10 Minuten. Und wenn Fürth es jetzt hier vernünftig zu Ende spielt, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Aber wer weiß. Wenn jetzt nochmal was passiert, lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Fürth mauert jetzt natürlich hinten auch. Klar, die wollen jetzt die drei Punkte mitnehmen. Das ist natürlich auch wichtig für die. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu kontern über die rechte Seite. Und wenn sie den Ball jetzt hier lange genug halten, dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht, was die drei Punkte angeht. Da wäre es nochmal die Möglichkeit durch den schnellen Ballgewinn vielleicht gewesen. Jetzt muss der Ball dann irgendwie in die Spitze kommen. Genau so muss es aussehen. Jetzt kann er alleine auf den Torwart zugehen. Über den 16er macht das 2:3. Und jetzt muss er sich vielleicht nochmal pushen. Jetzt gilt es schnell, den Ballbesitz zurückzugewinnen. Und dann hast du halt noch ganz, ganz kurz vielleicht eine Angriffszeit. Jetzt geht er hier in die volle Offensive. Und jetzt muss er sich pushen, jetzt muss irgendwie schnell der Ballgewinn her und dann machst du hier noch das 3:3 und nimmst eigentlich das Mindeste aus diesem Spiel mit, denn von Fürth, und das ist auch ganz ehrlich gemeint, kommt schon so ein paar Minütchen nicht mehr so viel in der Offensive. Mal gucken, Mohr vorne rein, okay, kann man so machen. Irgendwie jetzt früh den Ball zurückkriegen und nochmal einen Angriff fahren. Aber da ist er hinten natürlich jetzt sehr offen und da ist der Ballbesitz. Und jetzt muss ein Angriff noch funktionieren und dann nimmst du hier das Unentschieden mit. Da kommt der Ball in den Lauf, da ist er blank, da ist das 3:3! Stark, Junge, stark! 3:3
in der 89. Spielminute. Und ich sag's euch, Leute, das ist verdient. Für mich ist das verdient, das 3:3 hier zu machen und den Punkt mitzunehmen. So, jetzt gehen wir in die Nachspielzeit. Jetzt nehmen wir den Punkt mit und ich bin zufrieden mit diesem Spiel. Ich sag's euch, jetzt gilt halt natürlich, sich jetzt nicht hier hinten noch irgendwie das 4:3 zu fangen. Jetzt muss Dennis nochmal aufpassen. Der Spieler wäre im Abseits gewesen und da natürlich, da kommt die Faust. 3:3, zwei ganz späte Tore. Das ist richtig stark. Da hat er sich nie aufgegeben und am Ende den verdienten Punkt mitgenommen. Gut, Junge. Das frage ich ihn übrigens gleich mal im Interview, wie es dann so ist, wenn du dich dann in den letzten Minuten nochmal so pushen musst. In dem Sinne, ich hier rein zu den Jungs und bis gleich, Leute. Dennis, 3:3, das ist auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Also ich glaube, du hast die letzten zwei Buden innerhalb von 3 Minuten gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Geiles Gefühl, oder? Ja, das ist auf jeden Fall, es fühlt sich an wie ein Sieg. Ich wusste auf jeden Fall, als ich den Anschlusstreffer gemacht habe, dass ich noch eine Chance bekomme. Und ich konnte die zum Glück nutzen. Und jetzt bin ich sicher, dass die Jungs im Doppel uns auch mindestens einen Punkt holen, dass wir den Spieltag somit auch gewonnen haben dann. Irgendwie war es ein ganz komisches Gefühl. Klar, irgendwie in Halbzeit 1 war es schon ausgeglichen, aber vor allem in Halbzeit 2 habe ich dich schon dominanter wahrgenommen. Irgendwie sind die Dinger dann einfach, naja, bis zur 89. dann nicht reingegangen. Ja, ich hatte sehr viele Spots und gute Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Der Ball wollte einfach nicht rein und dann am Ende direkt in kurzer Zeit 2 Tore gemacht. Das hat uns auf jeden Fall gerettet jetzt. So, wenn man gerade eben mal geschaut hat, am Ende, da ging die Faust schon nach oben. Das war schon eine riesen Erleichterung, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Das fühlt sich jetzt an wie ein Sieg. Und ich hoffe, ja, dass wir auch im nächsten Spieltag gegen Leipzig so performen können. Ja. Gut, dann, Dennis, sage ich danke dir. Und für euch gilt natürlich jetzt gleich, das Doppel noch mitzunehmen. Und darüber erzähle ich euch dann gleich, wenn ich am Kommentatorenplatz bin, noch mal ein bisschen mehr. Bis gleich, Leute.
Ja, Leute, willkommen zurück hier vor meinem Kommentatorenplatz. Die beiden Jungs, die ihr da unten rechts in der Ecke sitzt, die kennt ihr wahrscheinlich. Einmal Danny rechts und Serginho natürlich, den haben wir gerade eben schon im ersten Spiel gesehen, auf der linken Seite. Und ich habe jetzt schon den ganzen Spieltag so ein bisschen darüber geredet. Ich persönlich, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, denn unsere Jungs stehen, was Siege im Doppel angeht, auf Platz 1, sind damit das beste Team aus unserer Division. Und wer in der letzten Woche dabei war und vielleicht auch schon in der vorletzten, der weiß, das macht einfach richtig Spaß, diesen beiden Jungs jetzt gleich beim FIFA-Zocken zuzuschauen. Danny wird sicherlich auch heiß sein jetzt mit seinem ersten Spiel, das er am heutigen Tag absolvieren darf. Und dann jetzt, bevor es losgeht, schauen wir natürlich noch mal kurz auf die Aufstellung, die die Jungs hier wählen. Was da passiert. Ja, klar, da werden noch mal so ein paar taktische Kniffe geändert. 4-2-3-1 haben wir bisher zu Anfang jeden Spiels gesehen. Dennis hatte gerade eben ja auf 4-4-2 umgestellt. Hoffen wir mal, dass unsere Jungs das jetzt in Spiel 2 nicht machen müssen. Der insgeheime Lieblingsspieler unserer E-Sportler, Biancardi, natürlich wieder vorne drin. Und jetzt darf es dann gerne losgehen. Der FCH ist bereit und damit wünsche ich uns allen ein gutes Spiel und hoffentlich den 7. Punkt aus dem 3. Spiel am heutigen Tag. Nachdem Serginho natürlich im ersten Spiel richtig rasiert hat. 5-1, das war schon eine geile Nummer. Und dann Dennis nochmal so zurückgefightet hat in Spiel 2. Also das sieht man wirklich nicht allzu häufig, dass man da in den letzten Minuten nochmal so zurückkommt. Aber davon kannst du dir in diesen folgenden 90 Minuten auch nichts kaufen. Es steht 0-0. Fürth spielt von links nach rechts, Heidenheim von rechts nach links und in den roten Trikots. Mal schauen, ob das Duo wieder brillieren kann, wie in den Wochen zuvor. Wenn ihr mal genau hinschaut, da ist zwar Kommunikation da, aber alles ganz ruhig und alles sehr geordnet, auch bei den Jungs. Die kennen sich halt, die spielen hier wirklich vor Ort die ganze Woche und es macht natürlich dann auch einen Unterschied und vielleicht gibt es auch deswegen jetzt gleich mal die erste offensive Möglichkeit. Zunächst geht es mal über Serginho, der dann aber mal wieder an Danny abgibt, der versucht da den Ball in den 16er zu bringen. Das hätte auch fast funktioniert, aber da steht dann ein Fürth-Spieler gerade noch so im Weg und so wechselt der Ballbesitz dann nochmal. Mal gucken, was das mit der Psyche von den beiden Fürther Jungs macht, auch wenn du überlegst. Im ersten Spiel kriegst du richtig auf den Sack und im zweiten Spiel führst du 3-1. Das Ding ist sowas von zu und auf einmal macht Dennis da innerhalb von 3 Minuten 2 Tore. Ich bin mal gespannt, ob sie das einfach so wegstecken können und vielleicht hier auf ein W gehen oder ob sie ja vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind, aber so wie es hier zunächst aussieht, versuchen sie sich vielleicht auch ein bisschen Sicherheit über den Ballbesitz zu holen. Das unterbindet Serginho da aber direkt mal in der Defensive und so heißt es nach ja, fast 15 Minuten mal wieder Angriff für den FCH, Angriff für Danny und Serginho. Und Biancardi läuft da vorne schon ein, aber Serginho entscheidet sich da doch nochmal auf Nummer sicher zu gehen, hinten rum zu gehen. Offensiv die Jungs bisher noch nicht mit den ganz großen kreativen Momenten, aber das kann ja noch alles kommen. Und besser als ein langer Abschlag ist es allemal. Insofern bin ich guter Dinge, dass das hier klappt mit dem Sieg für den FCH auch in Spiel 3. Und vielleicht geben sie uns jetzt ja in diesem Angriff wieder mal Grund zu jubeln über Biancardi, der jetzt in den 16er ziehen kann, schön zurücklegt auf Schnatterer, der da so ein bisschen wie beim Handball um den 16er rumspielt. Jetzt vielleicht mal die freie Schussmöglichkeit. Und fast ist das Ding drin. Poch, das war gut gemacht. Am Ende fehlt so ein bisschen die Präzision.
aber so wie sie sich da durch den 16er spielen, das ist einfach so stark und auch so schwer zu verteidigen. Und deswegen ist dieses Duo auch einfach so gefürchtet in der VBL, weil sie einfach blindes Verständnis mitbringen, weil sie sich schon so lange kennen, und das merkt man einfach jedes Mal wieder, wenn man sie spielen sieht. Jetzt wieder über Biancardi über die linke Seite. Und es ist ein ähnlicher Spielaufbau wie gerade eben. Von der Grundlinie wieder um den 16er herum, um dann die Lücke zu finden. Schön mit der Hacke reingelegt. Aber das ist dann halt auch gut verteidigt von Fürth. Da muss man gar nichts sagen. Aber wenn man dann halt so ein Ding bringt, dann kann es mal ganz schnell gefährlich werden. Aber ja, leider in diesem Fall ein bisschen zu weit vorgelegt. Kleiner Leichtsinnsfehler da, der jetzt hoffentlich nicht bestraft wird. Aber wenn du in der Defensive halt sicher stehst, dann muss es halt auch in der Offensive nicht unbedingt immer bei jedem Schuss Klick machen. Denn ihr wisst ja selber, wie es ist. Am Ende reicht ja auch ein 1:0. Und vielleicht sehen wir jetzt das Tor. Da muss jetzt ein bisschen mehr Kreativität kommen, auch von den Jungs, um sich da gut durchzukombinieren und die nächste Chance zu erspielen. Wieder im 16er angekommen, schön in die Mitte gelegt. Jetzt die Möglichkeit für Schnatterer. Der Abschluss und das 1:0 für den FCH. Schöne Bude. Und das war mal wieder richtig gut gemacht. Schön nochmal weitergelegt, den freien Mann gesehen. Und damit steht es jetzt 1:0 für den ersten FC Heidenheim und 1:0 für Danny und Serhatinho. Das ist jetzt natürlich auch ein etwas größerer Druck bei Greuther Fürth, klar. Das steht jetzt wohl außer Frage, denn mit 1:7 willst du dich wahrscheinlich hier auch nicht abfertigen lassen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sie da geplant haben, ob das eine Misskommunikation vielleicht sogar war, dieser Ball. Aber eigentlich siehst du sowas nicht allzu häufig, dass der Ball da einfach ins Ausgedroschen wird. Spielen sie die kurze Variante über die linke Seite. Fürth steht hoch. Das gibt natürlich die Möglichkeit zu kontern. Und das schon früh im Spiel. Nun, 10 Minuten noch in der ersten Halbzeit zu spielen. Und der FCH hat das Spielgeschehen doch schon in der Hand, will ich meinen. Interessant wird es natürlich wieder dann, wenn Fürth aufmacht und unsere Jungs da wieder vorne ein bisschen mehr Platz zum Zaubern haben. Jetzt über die rechte Seite, wieder in die Mitte. Wenn der nicht abseits ist, muss das ein Tor sein. Aber dann doch abseits. Der hätte eh nicht gezählt. Ruhig bleiben, Leute. Alles gar keine Problematik. Am besten genau direkt den Ball zurückgewinnen und den nächsten Angriff starten. Aber so bitte nicht. Jetzt wird es vielleicht nochmal gefährlich im 16er des FCH vor der Halbzeitpause. Aber Serhatinho steht hinten sicher und bügelt da seinen eigenen Fehler wieder aus und kann da sogar nochmal eine Offensivaktion einleiten. Gucken, ob sie da nochmal in den 16er kommen, bevor der Schiedsrichter in die Kabinen bittet. Schon der ein oder andere Fehlpass jetzt mit dabei, aber auf beiden Seiten. Deswegen wieder Ballbesitz für den FCH. Ist jetzt nicht das flüssigste und schönste Spiel, was ich bisher gesehen habe. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass der FCH mit 1:0 führt und jetzt vielleicht sogar ausbauen kann. Aber da verspringt der Ball im 16er, da klappt der Zweikampf nicht. So steht es in Anführungsstrichen nur 1:0. Die Statistik spricht für den FCH: 61% Ballbesitz, 2 Schüsse, einer aufs Tor. Der führte dann auch zum 1:0. Es sieht vernünftig aus. Jetzt gilt es natürlich nochmal, sich abzusprechen. Was können wir besser machen? Was müssen wir jetzt vielleicht auch noch anpassen in unserem Spiel, um dann auch das 1:0 zu halten oder halt eben sogar aufs 2:0 zu gehen? Ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass die Jungs das hier über die Bühne bringen, denn wie gerade eben schon gesagt, das zweite Spiel, der zweite Spieltag, geht gegen Red Bull Leipzig. Die stehen in der Tabelle ganz weit vorne auf Platz 1. Das seht ihr dann auf dem offiziellen VBL-Kanal. Aber bevor es soweit ist, gilt es halt erstmal, diese Partie zu Ende zu spielen.
Schöppner spielt mal durch die Mitte. Jetzt schon wieder im 16er angelangt über Biancardi, aber da läuft heute bei den Skill-Moves irgendwie nicht so richtig viel. Das ist nicht so ganz wie im ersten Spiel von Serratinho, wo wirklich alles geklappt hat, was er machen wollte. Da verspringt dann doch schon der ein oder andere Ball, aber wenn du dann halt schon 1-0 führst und in der Defensive sicher stehst, dann ist das halt einfach keine Problematik. Mal gucken, ob Fürth sich da jetzt mal durchkombinieren kann. Stand jetzt kommt da relativ wenig. Also mit der Defensive, da hadern die Fürther, respektive der Defensive des FCH. Ball halten sie gut im Spiel. Und so können sie jetzt wieder in Richtung 16er ziehen, wieder über Biancardi. Jetzt, man merkt schon, der FCH versucht jetzt auch ein bisschen mehr Passspiel zu etablieren. Wenn es mit den Skill-Moves nicht so ganz klappt, dann halt auf diese Weise. Jetzt hast du halt auch nicht mehr den absoluten offensiven Drang, den du auf den Platz bringen musst. Denn durch dieses 1:0 aus der ersten Halbzeit führst du halt. Und damit gleichbedeutend ist halt Fürth in der Bringschuld. Und nicht mehr der FCH. Und Bringschuld hin oder her. Vielleicht sehen wir jetzt die nächste offensive Aktion des FCH. Denn der Ball ist schon wieder im 16er. Jetzt hätte er vielleicht nochmal rüberlegen können. Der Ball kommt ein bisschen spät. Aber trotzdem weiterhin der FCH. Über Schöppner und über Leipertz, der dann aber den Ball verliert. Und jetzt müssen die Jungs aufpassen, dass sie da nicht in den Konter laufen. Obwohl sie ja schon 1:0 führen. Führt jetzt mit dem schönen Ball in den Lauf an die 16er Kante, aber hey, Serratinho rigoros, der lässt sich da gar nicht auf solche Spielchen ein. Und da sieht man die Einstellung von Fürth, werden offensiver, das Pressing hundertprozentig angewählt und das gilt es dann halt einfach zu überspielen. Das versuchen sie in diesem Fall. Aber irgendwie jedes Mal, wenn sie mit Biancardi spielen, läuft es nicht so richtig in diesem Doppel. Aber ich sage euch auch eins, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Insofern jetzt aber erstmal wieder Ballbesitz für Greuther Fürth, die jetzt natürlich was machen müssen, die versuchen was zu machen. Aber sich irgendwie nicht so richtig in den 16er kombinieren können. Weil Danny aufpasst, aber dann der Leichtsinnsfehler. Das gibt Fürth die zweite Chance. Ins relativ lange Ballbesitzphase. Die endet jetzt aber vorerst, wollte ich sagen, mit dem Abschluss. Jetzt müssen die Jungs da hinten irgendwie rauskommen. Sonst wird es so langsam eng. Da muss jetzt was passieren. Gut gemacht von Danny. Müssen sie da hinten in Ruhe rausspielen, wieder ein bisschen Ballbesitz etablieren und dann vielleicht jetzt so ein Ding auch mal zu Ende fahren. Den Konter über Biancardi. 15 Minuten sind noch auf der Uhr. Im 16er jetzt und da ist das Ding drin! Ihr hört es klatschen im Hintergrund, die Leute hier, die sind heiß, die sind gehypt. Und genau so sehe ich das auch, weil das ist der Punkt, Leute. Du machst das Spiel selber eng irgendwie, weil du hinten nicht rauskommst und dann ist es halt so elementar wichtig, am Ende auch dann einfach einen Konter zu Ende zu fahren und dann musst du dir halt auch keine Sorgen machen. Wie gesagt, wenn du in der Defensive gut stehst und dann vorne vielleicht nochmal netzt, dann hast du gar keine Problematiken, auch in diesem Doppel die drei Punkte mitzunehmen. Und jetzt gibt es hier natürlich die klassischen Wechsel. Tobi Mohr sehe ich gerade, kommt ins Spiel, Maxi Thiel auch frisch und dann wird es wohl Konsti Kerschbaumer sein, der dann noch helfen soll, die letzten 10 Minuten über die Zeit zu bringen. Übrigens habe ich gerade eben gesehen, die kurze Nachfrage, wer spielt denn gleich eigentlich im Spiel gegen Leipzig? Dennis spielt das erste Spiel auf der PS4, Danny dann das zweite auf der Xbox und das Doppel. Wie könnte es anders sein?
das altbekannte Duo, das ihr jetzt gerade eben auch seht, Danny und Serhatinho. Da darf man wirklich richtig gespannt sein. Aber wie gesagt, dazu nach dem Spiel nochmal ein, zwei Worte. Denn jetzt gilt es, die letzten 14 Minuten irgendwie runterlaufen zu lassen und dann die 7 Punkte aus diesem ersten Spieltag des heutigen Abends mitzunehmen. Jetzt müssen sie da natürlich in der Defensive aufpassen, aber das machen sie auch. Und jetzt der nächste Konter. Genau aus so einer Situation ist gerade eben das Tor entstanden, aber so wird es leider nicht. Dazwischen zwei Spielern den Ball durchgespielt. Aber Fürth ist jetzt natürlich auch bemüht, den Ball schnell nach vorne zu bringen. Das inkludiert dann halt auch schnelle Ballverluste, was wiederum bedeutet, mehr Möglichkeiten für den FCH, wie in dieser jetzt in den 16er rein. Schön gemacht, Tobi Mohr bringt den Ball nochmal rüber und dann klingelt's. Das ist dann halt irgendwie das Matchglück, was gerade eben bei Dennis zu Anfang nicht da war. Da entscheidet er sich gegen den Abschluss und für den Ball in die Mitte und am Ende abgefälscht. Das sieht dann ganz wild aus. Aber darüber redet am Ende keiner mehr, Leute. Das wissen wir, glaube ich, alle selber. Und damit ist das Ding dann jetzt durch. Und ich sage es euch auch klar, gerade eben bei Dennis sind noch 2 Tore in 3 Minuten gefallen. Aber wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt hier auch nochmal passiert? Und vor allem, ihr dürft ja nicht vergessen, Fürth muss ja auch noch 3 Tore machen. Klar haben sie jetzt nochmal einen Eckball, aber es sind halt auch nur noch 4 Minuten. Und spätestens jetzt ist das Ding dann durch. Es geht nochmal über die linke Seite. Es geht nochmal über Leipertz jetzt gespielt von Danny, der da nochmal den Freistoß rausholt. Und dann sind wir gleich auch schon in der Nachspielzeit. Vielleicht setzen sie jetzt nochmal einen oben drauf. Bin ich mal gespannt, wie sie die Variante ausspielen. Kurz. Ich höre schon ein bisschen fröhliches Lachen aus unseren Spielerkabinen, denn die wissen natürlich auch, 7 Punkte gegen den Tabellendritten aus Fürth, das ist eine richtig starke Leistung. Da darf man zu Recht gute Laune haben und da kann man sogar stolz drauf sein. Worauf man richtig stolz sein kann, das ist eine gute Leistung gegen Leipzig und die, so hoffe ich auf jeden Fall, sehen wir dann gleich im zweiten Spieltag des heutigen Abends. Zunächst gilt es nochmal, diese Flanke zu verteidigen. Das machen sie. Oder sagen wir mal, Fürth trifft nicht. Und damit ist das Ding jetzt durch. GG geht raus an unsere Jungs. Und jetzt gehe ich nochmal kurz rüber ins Interview und da verabschiede ich mich dann auch von euch, denn dann heißt es VBL-Official. Das ist der Kanal, auf den ihr gleich umschaltet. Denn da seht ihr das zweite Spiel des heutigen Abends, das dann heißt Red Bull Leipzig gegen den ersten FC Heidenheim. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über diesen 7:1 Sieg in Punkten für den FCH mit den Jungs sprechen. Bis gleich, Leute. Männer, GG, schönes Spiel zum Abschluss des ersten Spieltags hier am heutigen Abend. Kurz eure Einschätzung. Heute hat es ja wieder geklappt, ne? Ja, fang an, Danny Mutic. Warum ich? Ja, okay. Ja, wir haben echt gut gespielt auf jeden Fall und wir sind auch unter der Woche haben wir echt gut trainiert, hatten gute Testspiele und haben auch gute Ergebnisse eingeholt und wir wussten, wir sind gut genug, dass wir auch Fürth schlagen können und ja, jetzt mit 7 Punkten im Gepäck lässt es sich ganz gut leben. Serhatinho, die nächste Frage dann an dich. Jetzt kannst du dich nicht mehr rausziehen. Wie wichtig ist das? 7:1, kein Spiel verloren und das vor so einer wichtigen Partie wie der, die jetzt kommt gegen Leipzig. Also es war sehr, sehr wichtig für die Moral, für die Teammoral, denn Fürth klebt ja richtig an uns auf dem 3. Platz. Es war jetzt wichtig, dass wir da ein bisschen wegrennen können und jetzt liegt es an uns, ob wir hier noch Leipzig schlagen und die dann auch noch überholen.
So wie ich das höre, hast du eigentlich Bock auf die kleine Überraschung, nenne ich es jetzt mal, wenn ihr die Jungs auch mal weghaut, oder? Also ich hab auf jeden Fall Bock auf Überraschungen, solange sie mal gut sind für uns. Deswegen hoffe ich einfach auf ein geiles Spiel gegen Leipzig und hoffe, dass wir da als Gewinner rausgehen. Ja, Leute, dann wünsche ich euch beiden natürlich und Dennis natürlich auch viel Erfolg für das Spiel in Leipzig. Für euch da draußen gilt jetzt natürlich, es geht schon weiter, macht euch da keine Sorgen. Zwar nicht bei uns auf dem Kanal, sondern auf dem Kanal VBL-Official. Da schaltet ihr jetzt einfach hin, dann seht ihr auch das zweite Spiel und vielleicht gibt es ja da die Überraschung und den Sieg für den FCH. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Danke, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß weiterhin beim VBL-Schauen. Und bis nächste Woche. Macht's gut, euer Tim. Okay.